Hallo Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich grüße euch. Der Schwerpunkt lag gerade eben auf Abonnenten. Warum? Dazu später mehr. Es geht jetzt um die Auflösung des Quiz, des Gewinnspiels von vorgestern. Hier nochmal die Antworten. Ja. Antwort 1, natürlich der Name meiner Tochter, Emilou. No doubt about it. Frage 2, die dritte Tugend auf dem Weg zur Mannwerdung war natürlich die Großzügigkeit. Frage Nummer 3 oder Antwort Nummer 3, wie viel Zentimeter und so weiter und so fort. Es ging um das Hemdebügeln, Hemd der fremden Legionären. Ganz klar, vertikal 3,5 cm, horizontal 5,3 cm. Ja, das war dann die berühmte Streichholzschachtel, je nachdem, ob man sie hochkant oder querlegte. Ja, die Dimensionen waren die gleichen. Die nächste Frage, die vierte Frage oder vierte Antwort war Yves Debay. Das war der französisch-belgisch-kongolesische Journalist. Der war bei mir auf einem WAB mit unterwegs. Wegen dem haben wir immer Schwierigkeiten. Und ja, das war die Antwort. Yves Debay. Da gäbe es so viel zu sagen, aber das ist hier nicht, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ja. Die fünfte Antwort wäre in einem Clip, meine Frau joggt durch den Wald. In der Hosentasche hat sie ganz natürlich Zuckerwürfel, um sich gegen Aggressoren zu schützen. Wie? Da habe ich einen Clip drüber gedreht. Einfach mal reinschauen. Ja. Kommt auf die Idee, mit Zuckerwürfel durch den Wald zu rennen. Ja. Nur der Thomas Gast vielleicht, aber er hat schon was. Gut, und die nächste Frage und letzte Antwort, besser gesagt, das wäre natürlich Dominik Vandenberg. Der spielte, ein Ex-Fremdenlegionär, um das nochmal zu betonen, der spielte neben Leonardo DiCaprio in Gangs of New York und sein Name im Film war Dead Rabbit, ein großartiger Kämpfer. Das war der, der den Leonardo DiCaprio im Messerkampf und Straßenkampf ausbildete, dann eine Nebenrolle dafür bekam. Ja, Dominik Vandenberg, den ich hier an dieser Stelle ganz lieb grüße. Ja, ja, die Gewinner sind ermittelt. Sie wurden von mir zu dieser Minute bereits benachrichtigt per E-Mail. Chapeau, Hut ab. Die Antworten dieser drei Kandidaten und auch die Antworten darauf kamen unwahrscheinlich schnell. Da lagen keine Sekunden dazwischen teilweise, ja. Und das finde ich schon ganz toll. Jetzt mal zu den Abonnenten. Ich fände es fair, wenn Männer oder Frauen, die an so einem Gewinnspiel teilnehmen, bei mir auf meinem Kanal, vielleicht sich auch zu dem Kanal bekennen würden und mich abonnieren. Das wäre fair, dann hätte auch ich was davon. Aber es ist noch nicht zu spät, das könnt ihr jetzt nachträglich immer noch machen. Und das nächste Gewinnspiel, an dem dann nur Abonnenten teilnehmen dürfen, ja, ist nicht mehr so weit weg. Ja. Ich denke, dass in 2 Wochen ich ein anderes Gewinnspiel starten werde. Und dann schauen wir mal. Danke für eure Partizipation an alle. Ja. Amitié Legionnaire, euer Thomas Gast. Übrigens, dieses Teil hier habe ich in meinem Schrank gefunden. Ein alter BW-Sportanzug. Ich weiß nicht, ob es diesen hier in dieser Form mit den 2 Blaufarben noch gibt und dem Adler auf der Brust. Kann mir da jemand zu was sagen? Auch hierfür Dankeschön. Jetzt aber Schluss. Amitié Legionnaire, euer Thomas Gast. Bye, bye.